So, einen wunderschönen zum, ja, falschen Fenster. Willkommen zurück zu mein Test. So, erstmal wieder anmelden hier. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Ah, genau, wir wollten den Chor bauen. Die weiteren zwei Chors. Reaktorkerne. Whatever. Bitte einmal Vollbild. Dankeschön. So. Jetzt, genau, wir hatten die Dinger gerade kompresst. Müssen wir eigentlich soweit alles haben, richtig? Achso, haben wir eben, haben wir alles im Inventar. Ja, cool. Na dann, Core. Das ist ja Hardcore. Alles. Dammt. Hä? Oh, wieder haben wir nur einen Stein. Was da ist passiert? Ich glaube nur ein Edelstahlbarren. Ding, ding. So. Achso, wir brauchen ja drei. Eben. So. Alles. Yeah. Cool. Dann können wir jetzt endlich final unsere beiden Reaktoren aufbauen. Ich nehme aber mal tatsächlich, damit es einfacher ist, noch einen zweiten Eimer Wasser mit. Können wir es nämlich einfach wieder vervielfachen. Hey, lass mich durch, ich bin Arzt. So. Das heißt, wir bauen zuerst die beide packe ich mal nach unten. Ja, bauen wir erstmal hier komplett die Kacke hier auf. So, also die beiden brauchen wir auch noch. Und das ist denn ja denn hier, ne? Das können wir jetzt so hier lassen fürs nächste Mal. Es fällt mir gerade ein, brauchen wir auch noch Stahlleitern. Haben wir Stahlleitern noch da? Ja, nee. Genau, die Dinger wollte ich nämlich auch mitnehmen, damit wollte ich nämlich was Schickes basteln. Ansonsten Stahlleitern haben wir keine mehr. What the actually fuck is going on here right now? Gut, dann müssen wir welche bauen. Man braucht aber Stahlblöcke, wahrscheinlich. Mit hoher Sicherheit. So, Stahl oder Eisen. Immer mal Leiter. Aber gleich 50 Stück. Ja, gut, dann reicht natürlich einmal aus. Bye bye. So, jetzt müssten wir alles haben, was wir brauchen. Ja, und dann, werde ich dann wahrscheinlich danach direkt anfangen hier mit dem Mese, sobald die beiden Reaktoren laufen, werde ich dann direkt anfangen mit dem Mese. Auch schon mal die grundlegende Plattform. Habe ich ein bisschen Erde dabei? Ja, natürlich gar nicht. Na gut. Aber da das jetzt so hoch ist, kommen wir ja später nicht mehr raus. Müssen wir uns immer von umfallen lassen. Oder ich lasse einfach bei dem einen erstmal hier ein bisschen offen. Ungefähr so. Da kommen wir hier mal rein. Okay. Dann kommen jetzt die Wände hoch. Eins. Müssten ja sechs. Genau, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das mache ich hier gerade. Das ist doch viel sinnvoller. Eins, zwei. So. Ich lasse jetzt mal offen, damit ich hier durch kann. Wie sinnvoll das Ganze ist, ich habe keine Ahnung. Führt schon. Schon ist das drin extrem dunkel. Lol. Alter Schwede, ey. Dinger sind so riesig, die ist ja
Artig. Aber dann, genau, dann haben wir hier oben noch eine zweier Lücke. So muss sein. Architekt. Welcher Architekt baut bitte schön mit sprengfestem Beton? Na gut, ich meine, so große Hochhäuser werden wahrscheinlich auch damit gebaut. Aber, naja. Genau doch. Ja. Hab gerade überlegt, ob Sinn macht, die schon Decke reinzuziehen, aber ja, weil das Blei können wir von innen anlegen. Das passt dann ja. So, jetzt mal hier wieder runter. Ja, okay. Schon krank, wie ich dann mal hier so 400 Blöcke verbrauchen kann. Bei so großen Strukturen. Schon echt heftig. Eieiei. So, und der letzte Stack. Und müsste jetzt genau passen. Müssen sogar noch 6 übrig bleiben. Nee, 5. Weil hier auf der Seite fehlen da 3 und dann hier was nochmal 2. Was laber ich? Müssen ja 7 übrig bleiben. Ja, rechnen lernen und so, ne? Es war ja hier. So, und schon sind genau 7 übrig geblieben. Geil. Oh, das tut jetzt wieder weh. Ich kann aber auch hier rauf. Gut, tut auch weh. Hat jetzt sehr viel gebracht. So, Alter, wie dunkel das hier drin ist. Holy shit. Gut, und jetzt kommt das Blei. Manchen ist das... Ach, scheiße, habe ich da oben zugemacht. Wait. Wenn da oben zu ist, wie kann es denn passen, dass 7 übrig bleiben? What? Die müssten doch jetzt nur noch 5 übrig bleiben. Wenn da und da einer verbaut ist, den ich nicht mit einberechnet hatte. How is it possible? Na schön ist, hier können wir das gleiche machen mit den Leitern, weil wir sollen ja E-Leitern rein. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal jede Leiter hin. Hopp. Kopiere das Ding. Da. Ja gut, mit dem Abbauen ist das nicht so einfach. Verdammt. So, jetzt muss ich hier in die Mitte. Wo ist denn die Mitte? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sieht richtig schmittig aus. Linksklick. Genau. Ach, weil hier noch 2 fehlen. Holala. Aha. Ja, auf einmal geht's auf. Sehr gut. Genau, dann haben wir da oben nämlich ein Loch drin. Ne? Beim Blei müssen wir dann auch wieder ein Loch reinmachen. Die ist es so dunkel drin. Okay, ich muss jetzt mal hier einen Fackel aufstellen. Sonst blickst du überhaupt nicht mehr durch. Hey. Dankeschön. So. Und jetzt muss der ganze Scheiß ausgekleidet werden mit Blei. So, obere Kuppel fertig. Oh, haben wir jetzt vergessen. So. Du kommst mal weg. Da oben kommst dann du ran. Dann, ne, beziehungsweise die Leiter machen so wirklich keinen Sinn. Die müssten ja.
Ja, wobei, ist eigentlich egal, wie ran. Okay. So. Jetzt kommt hier noch einmal Blei. Hier noch einmal Blei. So. So. Jetzt hier mal aushöhlen, auskleiden. Aushöhlen ist genau das Gegenteil davon. So. Moment mal, ich habe drüben den Boden vergessen, kann das sein? Ja, das könnte sein. So, muss ich hier. Alles andere steht, alles andere steht. Pop, zu. Na genau, die 8 Blöcke ist jetzt noch genau einmal dort der Boden. Gut, ich hole mal kurz meine Axt. Und kann da, by the way, auch mal die Schippe rein. So, die ist ja auch mittlerweile ein bisschen lidiert. Und ich bin überlegen, ob ich die Leiter nicht die dahin setze oder die dahin setze. Ich glaube, ich mache das sogar. So, das heißt, dann müssen die noch mal raus. So, du kommst denn. Scheiße, weil ich gar nicht mehr viel rumdiskutiere. Wo ist jetzt was? Egal. Ich mache jetzt mal das Wasser rein und dann Rest kommt später. So, du kommst raus, du kommst da rein, du kommst raus, du kommst da rein, du kommst raus. Geht diese Fackel weg? Ja. Selbstverständlich. Dann mache ich die Fackel mal nach. Hey, wieso habe ich hier Licht? Ach, jetzt. Okay. Mache ich die Fackel mal nach da. So. Ja, das ist ja blöd. Hektar. Danke. So, du nach da, 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 du nach da und du nach da. Perfekte Stille, so muss es sein. Hier darf kein fließendes Wasser mehr drin sein. Easy. So, jetzt die Frage. Jetzt weiß ich hier natürlich auch nicht mehr, was diskutiert ist. Ich muss also erstmal hier, wenn random, irgendwie Leitern anbringen. Ach da. Ja, dann war das genau falsch rum. Also nicht genau falsch rum, sondern Leiter muss so ran. Genau. Wobei eigentlich logisch gesehen macht es jetzt sogar eher Sinn, wenn die Leute dann so rankommen. Also einmal. So. Tada! Gut, hier leitet ein bisschen auch noch ab. Die muss nämlich nach da. Warum ist hier keine Fackel? Hatte ich hier nicht auch eine Fackel dran gemacht? Sehr suspekt. Gut, du kommst jetzt erstmal nach da. Okay, was? Oh, jetzt habe ich auch kein Wasser mitgenommen. Och nö. Das war ja. Gut, dann mache ich erstmal das, was ich sonst nämlich noch machen wollte. Und zwar wollte ich mit den Dingern jetzt. Wait. Das geht ja gar nicht. So. Verdammt! Gut, das heißt, die kann ich nicht verwenden. Die müssen nämlich auf dem Block aufliegen.
Was habe ich denn da mal genommen? Ich meine, ich könnte auch die Dinger hier nehmen, Maschendrahtzaun. Sieht natürlich nicht so schön industriell aus. Ich hätte natürlich schon etwas, was gerne so einen industrielleren Look hat. Aber da gibt es auch diesen komischen anderen Zaun. Ich mache mal kurz Stil. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie das Ding heißt. Hier diese komischen Gartenzäune, die aus Stahl bestehen. Gut, sind natürlich 13 Seiten. Ich meine, wir könnten auch sowas hier benutzen. Das würde vielleicht auch funktionieren. Ah, okay. Oh, okay. Eine aus. Wow. Ist aber nicht das, was ich meinte. Ich mach mal kurz Fans. Ja, genau sowas hier. Das hier. Das sieht aber schon. Nee. Nee. Das als Boden, das sieht kacke aus. Nee, ich glaube, dann bleiben wir wieder doch bei denen. Oder bei diesen. Genau so. Bei den Dingern hier. Bleiben wir wahrscheinlich doch eher bei denen. Ja. Das hier sieht definitiv zu nicht begehbar aus. Das hier denn schon eher. Aber die kostet natürlich richtig. Obwohl, geht denke ich 16 Stück. Das kann man mal. Ich meine, wir haben sowieso mehr als genug Stahl für alles. Also. Ja, so gesehen. Die von den Dingern haben wir ja bereits ein paar. Die nehme ich die auch nochmal hier raus. Das ist natürlich eine ungerade Zahl. Wird also natürlich schön scheiße werden. Aber gut. Gib mir mal 16. Wie viel brauchen wir eigentlich? Warte mal kurz. Ich würde gerne hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ist natürlich schon krank, dass man immer nur eine einzige Tür rausbekommt. Mal gucken, ob das reicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. 19, nee, reicht nicht. 18. Das reicht im Leben nicht. Gut. Nächste Frage ist, ich würde die jetzt einfach mal so ranklatschen. Da kann man die zwar aufmachen, gut, ist natürlich nicht gewollt, aber egal. So. Ja, und schon fünf Dinger. Weißt du was? Gib ihm. So. Wie viele Filme gibt es noch? Ah, ich mache jetzt mal hier so drei. Und jetzt vier Stück. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich wollte gerade wieder auf alles draufklicken. So, dann haben wir noch ein paar Stahlzäune für die Zukunft. Falls es nach diesen zwei Reaktoren überhaupt noch eine Zukunft gibt. Ah. Was ich natürlich auch überlege, ob ich das Ding hier doch abbaue und hier was anderes hinbaue, was dieser, ne, also, dass man hier richtigen Aufstieg hat. Andererseits könnte ich hier natürlich auch einfach noch eine Leiter ranbauen. Hat man hier ganz normal seinen Laufweg, man kommt hier auch gut super vorbei. Da man hier einfach durchlaufen kann, bleibt man hier auch nicht hängen. Das ist sehr geil. Und dann brauche ich tatsächlich noch einmal so ein Stahlgitter. Bam. Und schon haben wir hier einen richtig geilen Laufsteg. Halt einen Wartungsschacht. Kommen hier gut rein und gut wieder raus. Das ist doch geil. Das ist doch geil. So, dich brauche ich und dich brauche ich. Hey, ja, bitte. So, einmal Wasser, nochmal Wasser. Okay. Immer drauf aufpassen, dass da kein. Sobald ihr fließendes Geräusch hört, am Arsch.
Weil da geht nämlich der Reaktor beim Einschalten hoch. Wobei, nee, man kann ja gar nicht einschalten in dem Moment, oder? Ich glaube, man kann ihn in dem Moment gar nicht einschalten. Hä? Moment. Ach, hier fehlt noch der Boden. Habe ich gerade gefragt, warum es hier 4 hoch ist. Hier fehlt ja noch der Boden. Ach, leck mich doch am Arsch. So, jetzt aber. So. Einmal hier hin, einmal hier hin. Oh, Fackel trotzdem weg. Warte. Perfekt. So. Easy. Das ist doch geil. Yeah. So, das heißt, wenn wir jetzt hier meinen Kurs installieren, müssen sie auch wieder Netzwerk haben, etc. pp. Bam. Bam. Ja, der Kurs ist bereit, genau, sehr schön. Und ist bereit. Sehr geil. Oh mein Gott. Ja, und schon haben wir in gerade mal 6 Folgen aus einem Reaktor 2 gemacht. Gut, jetzt fehlt natürlich auch noch die Anbindung. Ne? Also noch fehlt die Anbindung nicht, die steht ja, aber wir müssen jetzt noch, damit wir die Dinge auch voll auslasten können, noch die anderen Dinger hier installieren. Das heißt, wir brauchen euch, wir brauchen noch mal die Kabel und wir brauchen vor allen Dingen die Dinger hier. Jetzt mache ich aber erstmal noch mal weitere 6 Dinger. Das heißt, wir brauchen noch mal 3. 1, 2, 3. Ah, wenn man hier war richtig. Hier war die doch hin. Öfen. Marina. So, dann machen wir die noch mal direkt in den Schredder. So. Ach ja, ganz vergessen, ist ja Nacht. So. Immer noch 3 Spieler. Verdammt. Gut geschlafen. So, hatte gerade schon mit, ich hatte keine Stromversorgung. Was? Was ist denn da los an meiner Coin? Genau, hier müssen wir was gucken. Wie hatten wir es denn hier gemacht gehabt? Doch, wir haben die einfach hier weiter verlegt, ne? Ja, okay. So, das heißt. Wait. Warum ist jetzt hier Erde? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, da müsste hier einer dazukommen und dann hier die weiteren 4. So passt es hier auch. 3, 4, 5. Aber warum habe ich denn hier Erde hingemacht? Was kam ich denn auf die Geistesidee? So, müssen wir die Dinger natürlich auch noch alle konfigurieren. Ach, leck doch. So.
alles nass hier. Oh, meine Fackeln. Na komm, verschwinde. Böses Wasser. Danke. Hier ist auch weg. Okay, gut, überall weg. Okay. So. Ja, hier drinnen bleiben wir natürlich bei Fackeln, klar. Aber das ist ja auch so Hinterraum. Wie gesagt, ganz unten, wo die Zentrifugen sind, da bleiben wir auch bei den Fackeln, aber bei allen ordentlichen Räumen. Ich meine, gut, vielleicht bauen wir den Raum auch irgendwann mal richtig schön aus, weil der ist ja aktuell, naja, nicht so schön. So, jetzt kommt es an Konfigurieren. Stromwandler. Enabled? Enabled? Ach, die sind schon alle enabled. Warum das denn? Cool. Ach nee, stimmt. Wir haben die ja damals konfigurieren müssen, weil wir sie auf 5000 runterschrauben wollten. Eben, deswegen mussten wir sie alle umkonfigurieren. Okay, alle enabled. Sind doch alle bereit? Nice. Dann geht's jetzt ab. Was soll's mal machen? Ja, genau. Hier. Seid ihr fertig? Ali, erstmal hier. Da. Oh, noch lange nicht fertig. Oh, mein Mädchen. Oh, geil, Alter. Also eigentlich können wir mittlerweile auch einfach sagen, hier so, also hier noch zwei ranmachen und die Tür wegnehmen, da wir eh meistens bloß hier raufgehen. Ne, die Digitalgänge nutzen wir eigentlich kaum. Außer wenn wir irgendwo runterfallen. Was jetzt nicht mehr der Fall sein sollte mit unseren Wartungsstegen. Ah, es wirkt so industriell auf einmal alles hier. Geil. Eigentlich müssen wir hier noch Sperrzäune hinbauen, ne? Damit man da nicht aus Versehen runterfällt. Sicherheit geht vor. Naja, ihr legt mal am Arsch. Bist du nochmal fertig hier? Ach nee, halt, das ist das Falsche. Wo bin ich denn gerade? Was mache ich denn gerade? Jetzt bin ich verwirrt. Öfen. Ah! Genau, die müssen jetzt in den Kompressor. So, wird ein Schuh draus. Hier können wir mittlerweile auch mal den Stuff rausnehmen. Warum haben wir jetzt so viel Keenstone? Holy shit. Wollt ihr den Weltkrieg anfangen oder was? Holy moly. Ich pack den Keenstone ganz einfach erstmal hier weg. Natürlich deaktiviert. So. Einfach mal fast 1000 Steine dazu gekommen. Ja, moin. So, den anderen Stuff packe ich mal oben in die Kiste. Du kannst weg, du kannst weg. Das Werkzeug. Ich leer mal. Ach, weißt du was? Ich mache es einfach andersrum. Statt den einmal auszuleeren, nehme ich noch die anderen beiden und fülle die lieber auf. Dann haben wir viermal Wassereimer und viermal Lavaeimer. Digga, laber nicht. Sehr geil. So und halt. So. Easy. Du auch. Ihr könnt damit rein. So, hätte ich mal fertig hier. War falsch. Jawohl, ja. Hey, achso, die anderen habe ich ja im Backpack gepackt. Da. Oh, wieso noch Stuff drin? Lol. So. Einmal Reaktorkern. Fertig. So, Start. Hey. Start. Oh. Start successful. Beide Male. Oh, es wird radioaktiv. Tschüss. So, jetzt müsste ich 20.000 bekommen. 200.000. Ja, 200.000 wird auf Alter. Die Dinger sind ja alle auf Hochtouren. Holy shit. Ja, unsere Kaskade unten braucht ordentlich Strom. Digga. Nicht mal 200.000 reicht aus? Das ist aber traurig. Wie viel Saft braucht denn so eine Kaskade, sag mal? Das ist ja nicht mehr feierbar. Ich glaube, ich sollte hier wirklich überall Batterien reinpacken. Ah, ist ja ordentlich.
So, am meisten wird jetzt bei der 07er abgeben. Wie sieht's denn hier aus? Das ist nur 3er. 1 Freier. Hier. Oh, alle noch weit im grünen Bereich. Sehr geil. Sehr geil. Ja, und schon geht's hier richtig ab. Alter. Aber das nicht, weil 2 AKWs reichen. Digga. Wie viel Saft braucht so ein Ding eigentlich, bitte? Das ist doch absolut abartig. Holy moly. Ich meine, eigentlich müsste das ja bei unserem System zu sehen sein, ne? Müsste ja hier zu sehen sein. Okay, hier. Hey, die brauchen gerade 140. Hä? Demand 2000? Warum brauchen die jetzt wieder 9000? Ach, weil die Batterien noch vollladen müssen. Ja. So, selbst jetzt müssen wir anfangen. Nee, ist immer noch fester Wert. Hä? Letztens haben sie doch sich angepasst. Jetzt scheint sie einfach wieder, so wie ich letztens vermutet hatte, auf volle Leistung zu laufen. Ich sag's ja, diese Technik-Mod, die ist mir ungeheuer. Das ist ja schlimm, ist das ja. Ja, aber läuft. Wir brauchen sogar weniger tatsächlich. Das heißt, wir sind mit den 2 AKWs doch im grünen Bereich. Oh, Alter, wobei der schon ab und zu auf 130 Kilo hochgeht, ne? Also. Eieieiei. Ja, wie gesagt, jetzt ist natürlich wirklich so, dass der größte Verbraucher ist wirklich die Kaskade. Das heißt, letztendlich laufen die 2 AKWs nur dafür, um die 2 AKWs mit Uran zu versorgen. Das ist natürlich irgendwo auch nicht so die feine Art. Gut, auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man auch sagen, irgendwann haben wir einfach so viel von dem Zeug. Dann braucht die Kaskade nicht mehr laufen, so. Aber was ich persönlich schade finde, ist ja, dass man die AKWs, also andersrum, dass die AKWs nicht steuerbar sind, ne? Also angenommen, die Trafos würden wirklich sich nach der Last richten, die sie anliegend haben, dann würde es ja bedeuten, dass sie ab und zu halt weniger ziehen, sprich also die AKWs nicht komplett ausgelastet sind. Jetzt hat man natürlich bei echten AKWs so, die kann man nicht so schnell hoch und runter regeln, ist schon klar. Deswegen arbeitest du da auch in der Regel mit Ausgleichskraftwerken, sprich also Wasserspeicherkraftwerke oder andere Kraftwerke, die du halt schnell nachregeln kannst, sodass die AKWs immer auf gleicher Leistung laufen. Aber wäre natürlich schon witzig, wenn man hier im Spiel das ein bisschen gröber sieht und sagt, okay, man kann die AKWs laufen halt, wenn sie halt nur auf Hälfte laufen, dass dann auch die Stäbe länger reichen. Ne? So laufen sie wirklich halt immer einfach auf Volldampf. Ja. Alter. Was war da gerade? 300... Achso, 300 EU. Dachte gerade 300 Kilo EU. Warum sind die schon wieder fast leer hier? Da scheinen wir ab und zu echte Spitz mit bei zu sein. Oder die Anlage macht schon wieder komische Sachen. Ja. So. Gut, dann packen wir das noch und mit rein.
Und dann, wie gesagt, würde ich mich jetzt erstmal um die Lampen kümmern, damit wir Mese haben. Hallo? Geh mal auf hier. Danke. Dass du schon selber hängt. Ja, da haben wir schon so viel von dem Scheiß. Heieiei. Heieiei. Ich meine ganz ehrlich, solange wir hier eh mit den Meselampen bauen, können wir hier ruhig noch ein paar Stacks nach Dings dann. So, lalala, machen wir einfach hier mal. Hat die Kaskade mal ordentlich zu tun. Dann haben wir mehr als genug für die Zukunft. Da braucht die Kaskade für die nächsten 3 Jahre nicht mehr laufen. Also echte Jahre, meine ich jetzt. Ja. Ich hasse hier, da hier denkt irgendwie, ne, Ronny, ne? So, und wir brauchen vor allen Dingen Mese. Haben wir noch Meselampen da oder so? Tatsächlich ja. Und wir haben sogar noch eine vollständige. Hatte zwar mit ein bisschen mehr gehofft, aber gut. Sollte erstmal eine Weile reichen. Die Frage ist, bauen wir gleich noch ein paar mehr. Was brauchen wir denn dafür alles? Wo kommt das K her? Das habe ich da nicht eingetragen. Glas. Brauchen wir Glas für. Glas. Das ist ja Glas. Wer nutzt bitte heute noch Glas? Oh, da haben wir 95. Oh, das ist doch reichen. So. Weg mit dir. Ich werde jetzt natürlich nicht 99 machen. Wobei, auf der anderen Seite, dann haben wir immer, ich meine, ist ja trotzdem bloß ein Stack, so. Dann haben wir immer ein paar über. So, easy. Gut, jetzt haben wir auf der anderen Seite kein Glas mehr. Gut, andererseits, auf der anderen Seite, von der anderen Seite, können wir ja ganz einfach wieder Glas produzieren. Ist ja bloß Sand einschmelzen, so. Der ist jetzt nichts Besonderes, so. Jetzt haben wir noch viermal. Ah ja, gut, okay. Du nach da, du nach da. Du nach da, du nach da. Easy. So, dann packen wir die mal weg hier. So, dann schleifen wir die Dinger mal alle zu. Oder wegen sie zurecht. Ach, schon wieder schon Scheiße drin. Warum ist immer Scheiße drin in dem Ding? Ist doch scheiße, dass immer Scheiße drin ist. So, ein 64er Stack, noch ein 64er Stack, noch ein 64er Stack und noch ein 64er Stack und noch ein 64er Stack. Noch ein 64. Okay. Das soll jetzt langsam echt mehr als genug sein. So viele Lampen werden wir nie brauchen. Da ging mit mir gerade schon wieder die Fährte durch. So, und allererster Raum ist der Raum, jetzt haben wir ordentlich Verstrahlung bekommen, habe ich das Gefühl. Hei, hei, hei. Das Wichtigste ist direkt da drüber. Aua. Aber doch klar. So. Aber schon mal das. So, von da ausgehend würde ich jetzt. Das Problem ist halt hier so wenig Platz, dass die Lampen kommen ordentlich hin. Obwohl, das kann man schon ein bisschen sehen. Jetzt haben wir 1, 2, 3 dazwischen. Wenn wir so weitermachen. 1, 2, 3. Dann würden wir hier ja, irgendwo rauskommen. Ich würde gerne schon wirklich hier drüber arbeiten. Sodass auch die Treppen so beleuchtet sind, ne? Ach, ist natürlich Kacke. Müssen uns also erstmal eine Anordnung ausdenken, die Sinn macht. So, wir haben einen Raum mit einer Spannbreite von 7. Genau, 7, 8, 9, 10. Also 21. In der Breite. Das schreibe ich mir mal auf. So, jetzt habe ich natürlich gar kein Blatt mehr. Einmal kurz. Screen. Featherpad. So, beziehungsweise macht der für euch gar keinen Sinn. Für euch macht es eher wieder Sinn, wenn ich wieder mit der Kamera große Schrift und so arbeite. Das heißt, wir bleiben einfach mal bei meinem Test. Ungefähr so. Gut, und dann ja, müssen wir mal nächste Folge mal ausrechnen, wie viele Lampen wir eigentlich brauchen. Das wird ein Spaß. Bin ich mal gespannt. Na, bis dann.